Hallo und herzlich willkommen zu einem wundervollen Part von Let's Play Rogue Company. Ja, ich bin wieder da und ich habe gute Neuigkeiten. Das Dollface Dahlia Outfit funktioniert. Yay! Und das werden wir uns heute auch in der Runde ansehen. Zuvor aber noch kurz was. Ich habe es geschafft, die wöchentlichen Aufträge einmal komplett zu vollenden. Habe dafür eine Truhe bekommen, die öffnen wir jetzt mal. Ich starte einfach wieder mal voll durch und bekomme nur was Grünes. Das ist ein bisschen... Wow. Toll. Ich habe eine Woche lang diese Aufträge gemacht und bekomme Müll. Also wortwörtlich Müll. Ja. Naja. Gut. Ja, genau. Wir sehen uns den Dollface Dahlia Skin an. Dann habe ich noch einen Glitch-Skin, den ich euch zeigen kann. Ich habe einen Umbra-Skin und ich habe einen Vi-Skin. Und dann habe ich noch so ein bisschen was geplant. Aber heute gibt es erstmal den Dollface Dahlia-Skin. Ich hoffe, es läuft einigermaßen gut in der Runde. Das mit in der Story komme ich im Übrigen auch schon wieder... Ja, ganz gut voran, es dauert nur. Und hier jetzt der letzte Auftrag von der Story ist der, da muss man mit Dallas oder Trench Matches gewinnen und das ist gar nicht mal so einfach. Ja, gut, dann... Oh, schon da, okay. Ich wollte gerade sagen... Dann sehen wir uns in der Runde wieder und wieso bekomme ich wieder Meltdown? Also Schmelzpunkt. Ich will die Map nicht spielen. Ich will jetzt aber auch nicht so lange warten, bis die Runde hier vorbei ist und bis ich in eine neue komme auf einer anderen Map. Das will ich auch nicht tun. Ja, dann müssen wir da wohl durch. Aber ja, Dollface Dahlia. Es ist die... Voice Lines sind nicht ganz so sehr abgeändert, wie man es sich wünschen würde. Die Stimme hört sich halt so ein bisschen anders an, eben so, als ob sie hier unter der Maske drunter wäre. Aber sie hat keine eigenen Voice Lines. Also das sind immer noch die Standard Dahlia Voice Lines, nur halt mit einem anderen Tonart, mehr oder weniger. So, aber nichtsdestotrotz gefällt mir der Skin sehr, sehr gut. Ich mag auch die Blume, die so vorne am Revers hängt. Ich mag die Maske, die gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und ja, mal sehen, was uns die Runde so bringt. Wir haben eine Ronin, einen Trench und einen Shark. Ja, damit kann man durchaus was machen. Vor allem jetzt, wo Chark auch doch noch ein bisschen nützlicher ist, weil er jetzt rollen kann, während er wiederbelebt wird. Und das ist gut. Und ich sehe gerade hier, das ist der Waffenskin von dem Event. Und ich nehme... mir Chuck. Weil Chuck-Spieler dazu tendieren. Oh, hallo. Oh, hallo. Was macht denn das Röckchen da? Uiuiuiui. Muss ich hier jetzt eine Altersbeschränkung einstellen? Ich hoffe nicht. So. Und ja. Oh, sehr nice. Erster Kill. Taxi, danke. Ja, das Dollface Dahlia Paket in der Tat. Das kommt mit einem Kampfmesser-Skin, den ihr hier schon seht. Das ist hier so dieses Fleischer
Messer, Fleischer, Beil. Kann er sich selbst holen? Nee, aber ich hol ihn. Hier dieses Fleischerbeil ist ein Skin fürs Kampfmesser. Die war hier. Die waren zu zweit. Ja, okay. Gut, gegen zwei habe ich nicht so wirklich eine Chance. Hi! Ich habe im Übrigen das, uff, das ist nicht gut. Geh da hoch, geh da hoch. Ah, nee, nicht gut. Nicht gut. Ist entweder da oder auf der Treppe. Ich fürchte, sie ist da unten und ich habe... Nee, sie ist hier! Hi! Gut, da kann ich natürlich so ein bisschen was machen. Hi! Da höre ich Schritte. Ja. Hell, was war das? Oh, wir haben eine Ronin. Ah ja, stimmt, wir haben eine Ronin. Die Gegner nur leider auch. Nein, ach, ich wollte ihn holen. Au. Wenn die pusht, bin ich erledigt, weil ich habe auch nur mehr 26 Schuss. Ich sterbe wieder. Nicht häufig genug. Danke. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wieso steht hier immer noch Loading? Ey, aber das lief gut. Das lief richtig gut. So, jetzt hole ich mir das und gehe wieder auf die gute 24S. Und dann, ich nehme nochmal Chuck. Das war eigentlich eine gute Runde. Ja, gut. Shotgun Gameplay. Da muss man ein bisschen reinkommen. Da muss man einfach ein bisschen reinkommen. Und so kann ich Wiederbelebungen farmen. Ist auch nicht schlecht. Brauche ich auch gerade für eine tägliche Challenge. So. Ab. Hi. Nicht gut. Absolut nicht gut. Hi. Wir haben keine Weih. War hier gerade nicht Weihgift? Habe ich hier nicht gerade Weihgift gehört? Oder habe ich mir das eingebildet? Wahrscheinlich habe ich es mir eingebildet. War wahrscheinlich... Ist das unser Teil? Ja. War wahrscheinlich die Brandgranate von den Gegnern. Hi! Yo! Als ob die mich... Als ob die mich gemacht hat. Ja gut, hier spare ich noch. So ein bisschen, es läuft ja gerade gut. Und außerdem sind wir sowieso eine Runde. Wir haben eine Runde. Eine Runde sind wir vorn. Dazu sage ich jetzt nichts. Die stehen beide im Punkt drin.
Aber hier, der gegnerische Dallas kann mich trotzdem anschießen. Das ist ungut. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich habe auch schon das Claymore, das große Schwert von Mac und Trench seit neuestem auch. Das habe ich schon gemeistert. Und ja, mir fehlt noch hier das Kampfmesser fehlt mir tatsächlich noch. Und was fehlt mir noch? Das Katana fehlt mir noch. Baseballschläger habe ich schon. Der Hammer, der Vorschlaghammer von Cannon und von Anvil auch. Der fehlt mir, da fehlt mir noch sehr viel. Aber das dauert so elends lang, den zu leveln. Ja, komm. Das ist, ich... Shark hat eine gute Härte, ein bisschen weniger Tempo, aber... macht nichts. Vor allem diese Stats, Härte und Tempo, die sind so unnötig. Die sind so unnötig. Ich weiß gar nicht... Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn die jetzt mit dem nächsten Update rausgenommen werden würden, würde es mir wahrscheinlich nicht auffallen. Abgesehen davon, dass ich meistens sterbe und die Gegner nicht. Zum Beispiel bei einer Nade oder so. Oder bei einem Wurf. Ich habe letztens mal einen Gegner mit einem voll hochgelevelten Katana abgeworfen. Und ich gebe zu, der Gegner hatte Rüstung, aber blaue Rüstung, das heißt maximal 25. Womit er eine... womit er eine Lebensanzahl von 125 hatte. Und ich habe ihn getroffen. Er ist aber trotzdem nicht gestorben. Da bin ich eigentlich noch schnell genug weggerollt. Eigentlich. Aber er könnte auch nichts, oder? So, die sind definitiv nicht hier drin. Bleib da. Komm schon, warum stirbt die nicht? So, gib mir das, dass ich ein bisschen schneller wieder hochheile. Hallo? Der steht da einfach mal so im Türrahmen, niemanden juckt's. Das ist nicht gut. Now.
Ey, dieser Drecksrevolver. Dieser Drecksrevolver. Ah, er ist viel zu stark. Wie wurde die da nicht getroffen? Oh ja, roll in mich rein. Warum nicht? Ey. Die hört auf mit den zu reviven, um mich abzuschießen. Was ein Dreck. Abgesehen von Ronins Messer haben die bisher zumindest nicht so viel mit Gadgets und so gearbeitet. Deswegen, also gut, außer vielleicht Scorch, aber und Dallas, ich bin mir gar nicht sicher, ob der auch schon die Handgranate hat oder nicht. Oben, ach, was ein Dreck. Der ist da reingerannt. Ach komm. Da, dich kann ich holen. Ja, das ist, die hat auch schon mal mehr Schaden gemacht. Himmel. Das ist jetzt nicht gut. Das ist absolut keine gute Situation. Ah, Himmel. Ey, von vier Seiten Gegner. Wieso ist es jetzt so knapp? Das ist, die holen unglücklicherweise sehr gut auf. Das war jetzt gerade im Übrigen Bait. Hätte es zumindest sein sollen. Ja, das Zeug ging ins Nichts. Die ist weg. Oh, die muss sofort weg. Die muss ganz weg.
Letzter Gegner. Da hinten. Wir können das richtig gut, also wirklich so richtig gut hier verteidigen. Okay. Ich vertraue dir. Wenn ich jetzt von hinten abgeschossen werde. Okay. Lass ihn kommen oder so. Okay. Ja, der Dollface Dahlia Skin mit dem Fleischermesser. Sehr, sehr schöner Skin. Gut. Dann würde ich sagen, war's das auch schon wieder. Oh, nee, nee. Um das zu meistern, da muss ich mehr machen als ein, zweimal damit zuzuschlagen. Ja, ach so, ja, der Skin. Der Skin. 10 Wiederbelebungen, das ist nicht schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht. So. Der Skin. Dahlia. Dollface Dahlia. Puppengesicht Dahlia. Ich möchte mit der spielen. So sieht der Skin aus. Sie hatte hier auch so Schulterholster mit auch Fleischermessern, schätze ich. Aber ja, ist ein richtig schicker Skin. Der gefällt mir richtig gut. Noch so die Maske und wie die so am Hinterkopf festgemacht ist. Ist richtig schick. Und dann bei den Waffen noch. Hier Nahkampf. Hier Claymore ist gemeistert. Sehr gut. Kampfmesser muss ich noch meistern. Kukri, Katana, Wurfaxt auch. Und Vorschlaghammer. Ja. Hier Fleischerbeil. Die Ware ist heute nur in Scheiben geschnitten erhältlich. Ist auch ein richtig guter Skin. Nur halt leider bereits der zweite mythische Skin für das Kampfmesser. Aber ja, macht nichts. Sieht gut aus. Passt natürlich auch irgendwie gut dazu. Und hätte jetzt auch... Wenn sie es ein bisschen größer gemacht hätten, hätte es vielleicht auch zum Kukri gepasst. Aber passt hier schon auch ganz, ganz gut dazu. Oder auch zur Wurfaxt. Hätte nicht unbedingt ein Kampfmesser-Skin sein müssen, wo ich das jetzt hier so sehe. Aber gut. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, abonniert den Kanal und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Es würde mich sehr, sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.